Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mystic Quest. Und wir waren quasi im zweiten Tempel stehen geblieben. Ja, da oben ging es ja nicht weiter. Es ist jetzt schon was her, wo ich einen Part gedreht habe. Momentan habe ich ja noch andere Projekte am Laufen, zum Beispiel Mega Man. Aber nicht nur das, sondern auch gewisse Projekte, die ich noch nicht veröffentlichen möchte, die ich auch momentan nicht wirklich hochladen kann, weil das Ganze zu lange dauert. Aber ich nehme sie schon mal in Full HD auf, damit ich euch wenigstens später was bieten kann, wenn wir dann besseres Internet haben. Und ja, deswegen... Moment, ich bin gerade am Überlegen. Wir haben jetzt diesen Eisblock da gerade. Oder beim letzten Mal haben wir den nach rechts geschoben. Hier können wir nicht durchschieben, weil da Gegner vor sind. Jetzt lass mich mal überlegen, wo es dann weitergehen könnte. Vielleicht gibt... Nee, hier gibt es keinen Weg. Okay, hier waren wir auch schon. Ja, hier können wir leider nicht rüber oder nicht weitergehen, weil uns da ein Eisblock oder sonstiges fehlt. Ich nehme mal an, dass wir dann... Moment... Ja, dass wir den Eisblock hier irgendwo hinschieben müssten. Aber fragt mich jetzt nicht wo. Ich könnte mir vorstellen, dass man den hier hinschieben könnte, aber das... Ah doch, wenn wir den hier hinschieben... Nee, das würde sich nicht lohnen. Oh, was ist, wenn wir den hier hinschieben? Ah, dann können wir doch darüber springen, ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, genau. Ich habe den auf Auto eingestellt gehabt, das war nicht so schlau. So, da gehe ich jetzt einfach nochmal rein. Ich hoffe, dass das so richtig war, wie ich das gerade gesagt habe. Weil, ja, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich habe es auch noch nie wirklich gespielt. Und ich nehme mal an, dass es so gewollt ist. Oh, jetzt sind wieder ein paar Gegner da. Okay, was heißt ein paar, ne? Es ist nur einer. Dann können wir ja kurz plätten. Ja, so. Wollen wir mal rüber? Ich bin gespannt, ob ich diesmal beim Bossgegner verliere oder nicht. So, jetzt ist der Eisblock hier. Können wir darüber? Ne, können wir nicht. Okay, das heißt, wir brauchen diesen Eisblock, um natürlich weiterzukommen. Ist ja wohl logisch. Sind das neue Gegner? Habe ich schon gegen diese Boss... Nee, das sind neue Gegner. Z-Jago? Habe ich das richtig ausgesprochen? Oder Z-Jago? Doch. Z-Jago, oder? Ja, ich denke mir mal, dass es so richtig ist. Ich habe so ein Gefühl, die können irgendwie vergiften oder versteinern oder so ähnlich. Ach so, wenn wir... Ah, die werden dann nur zur Schlange. Boah. Die können uns einschläfern. Irgendwas in der Richtung konnte ich mir schon denken. Ja, was heißt einschläfern, ne? Da stand betäubt. So, ich nehme mal an, wir müssen jetzt hier entlang. Anders geht das ja nicht. Ich sollte aber trotzdem mal gleich gucken, ob wir die Blöcke nicht alle nebeneinander noch schieben können, damit ich mal andere Wege gehen kann. Ich denke mir mal, so ist das auch gewollt. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen einspielen. Ich bin noch so ein bisschen müde. Ich bin gerade eben erst aufgestanden. Und es ist Samstag, wo ich das aufnehme. Oh Mann. Warum müsst ihr immer den Helden betäuben, hä? Ja, immer diese Puzzle-Rätsel, wie man am besten den Block schiebt. Lass mich mal kurz überlegen. Okay, den einen Block, den können wir ja jetzt hier hinschieben. Aber das... Ja doch, Moment. Das müsste ja hinhauen, ne? Ich nehme mal an, wir müssen hier rüber. Das heißt, wir müssen den
so hinschieben, dann so, dann müsste er darüber kommen. Wenn wir den hier hinschieben, dann könnte man darüber springen und ja, das müsste eigentlich klappen, wenn ich mich nicht vertan habe. Oh, das war zu weit, obwohl. Schade. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Nee, so kann er ja nicht darüber. Moment, also. Hier können wir nicht weiter, ne, das ist ja klar. Aber wir können da rechts hoch, mal gucken. Ja, genau, das heißt, wir sollten da mal einen Block hinschieben. So. Okay, das sieht ja schon mal vielversprechender aus als hier das, als diese Konstellation, die ich da gerade versucht habe. Ja, wer weiß, vielleicht ist das doch irgendwie machbar oder wir kommen da auch so hin. Wäre aber cool gewesen, hätten sie das so ein bisschen, ja, rätselhafter gemacht. Ich kann euch ja eins schon mal verraten, eines der Geheimprojekte, es ist auf jeden Fall ein Survival-Horror-Spiel. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Also die paar Parts, die ich schon aufgenommen habe, ja doch, die sind ganz in Ordnung. Ich bin zumindest damit zufrieden, was bisher passiert ist und wie ich agiert habe und so weiter. Es wird natürlich was dauern, bis ich das hochlade und so weiter, aber wie gesagt, das eine kommt zum anderen und das, was sich als fast leere Versprechungen herausgestellt hat, werde ich wieder gut machen. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich hätte die Eisblöcke doch hier hinschieben sollen. Oh, und da vorne ist ein Krebs. Ich bin jetzt gerade gespannt, ob dieser Krebs ziemlich voll auf die Kacke haut oder ob er doch irgendwie ein Lappen ist. Boah, warum können wir da nicht runterspringen? Das wäre viel einfacher und schneller. So, ja, kommt. Der ist ja sowieso direkt hier. Ja, genau. Hier hinschieben. Im Übrigen, ich habe per Zufall durch meinen Bruder habe ich gesehen, dass bei Twitch jemand dieses Spiel nicht Let's Played, sondern Speedrunnet, oder ja, doch, so kann man das nennen. Und, oder Speedrunnet, genau. Der brauchte, glaube ich, 2 Stunden und 6 Minuten oder so ähnlich, um das Spiel durchzuspielen, für die, die es interessiert. Keine Sorge, ich habe mich nicht gespoilert, ich habe es mir auch nicht angeguckt, aber das stand da halt in der Beschreibung, wie lange er ungefähr braucht. Ja, wir haben den Heilzauber gefunden. Das klingt ja schon mal gar nicht mal verkehrt. Mal gucken, na? Was hast du so... Oh. Scheiße, hätte ich das gewusst, hätten wir uns vorher geheilt und... Man erkennt direkt an der Musik, dass dieser Boss, also die Eiskrabbe, schon ein heftiger Gegner sein muss. Jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Wenn ich jetzt mit ihm Kraftzauber halt... Nein, Feuer ist jetzt irgendwie sinnlos. Obwohl, das sind ja Eisgegner, ne? Ja, kommt, ich mach das jetzt einfach mal. Mit ihr mache ich das auch. Aber natürlich auf alle Gegner. Zack. Komm schon, die daneben müssen gekillt werden. Oh, Mist, die haben überlebt. Aber es sieht so lustig aus, wie die den Mund öffnen und dann dabei so komisch gucken. So ungefähr, das hat er nicht gerade getan. Die und ihr Donnerschlag. Wo sind wir denn hier? Bei Pokémon oder was? Okay, lasst mich kurz gucken. Ja, am besten ist, ich greife jetzt mit dem Hauptcharakter nochmal an. Ja, eine Donnerattacke habe ich jetzt leider nicht. Ich mache das jetzt mal nochmal auf ihn. Dann werde ich mit ihr Lebenszauber, war das glaube ich. Moment. Ja, genau. Werde ich ihn nochmal heilen. Vielleicht werde ich dann Phobia heilen. Ach du Scheiße. Ist verwirrt. 135. 100, nein.
Verdammt, wir haben nichts, um sie wiederzubeleben, oder? Nee, uns fehlt der Lebenszauber. Scheiße. Oder kann ich sie mit... Kann ich das? Geht das? Nö, der heilt sich dann selber. Toll. Naja, Hauptsache er heilt sich selber. Ich sollte jetzt mal langsam die Gegner daneben plätten. So, die müssen ja jetzt eigentlich sterben. Ja, sorry Phobia. Du kriegst sowieso keine Erfahrung, also was soll's. Irgendwie hat der Feuerzauber von mir... Oh nein, er wird uns battlen. Oder? Verdammt. Ja, ich mach nochmal Kraftzauber. Boah, ja, der heilt eigentlich ganz gut. Was? Alter, wie unfair ist das denn? Da macht er einfach... Ja, macht er kritischen Schaden, ne? Ist okay. Alter, der killt uns ja. Wir können ja nichts machen. Komm schon, der muss irgendwie daneben treffen oder irgendwie Low-Treffer machen. Ja, Mann. Warum macht er... Können wir fliehen? Oh, Mann, nein. Toll. Ich hätte angreifen können. Nein, wir haben verloren. Ich gebe nicht auf. Das war ein schlechter Start. So, jetzt ist erstmal wichtig, mich zu heilen. So, und sie sollte alle anderen in die Flucht schlagen. Ich mache jetzt mal die Donneraura. Ich hoffe, das macht sehr viel Schaden. Müsste eigentlich. Oh, schade, Feuerattacke war schon ein bisschen besser. So, komm. Mit dem Feuerfluch werde ich jetzt die daneben battlen. Ohne Scheiß, ich verliere fast bei jedem Boss oder so, ne? Entweder, weil ich mich vorher nicht geheilt habe oder was weiß ich. Ich habe falsch agiert. Ja klar, mach einfach mal so viel Schaden. So, okay. Jetzt sitzt du in der Falle. Sie sollte sich trotzdem nochmal heilen. Auch wenn sie vermutlich mehr Schaden gemacht hätte, aber wir wollen ja nicht nochmal das Risiko eingehen. So, jetzt Lebenszauber, nein. Er hat uns ja so gut wie eigentlich kaum Schaden gemacht. Mal gucken, wie viel die Donneraura jetzt abzieht. Boah, 505. Boah, der bewegt sich aber auch nicht, ne? Also, der verändert sich nicht. Hat der viel Energie. Komm, wir müssen nochmal heilen. Ja klar, jetzt ist er verwirrt, ne? Ja toll, genau auf meinen Homie. Mann. Kraftzauber. Ah ne, der ist ja verwirrt, ne? Der macht von alleine einen Angriff. Ja, ich heil mich mal lieber, falls es doch dazu kommt, dass mein Charakter aus Versehen mich wieder angreift. Ah, es hat... Ja toll, jetzt wieder direkt verwirrt, ne? Komm, nochmal Donneraura. Vielleicht ist er jetzt so gut wie fast tot. Boah, der hat Schaum vorm Mund. Er hat die Tollwut. Der macht aber auch einen auf Kingla, ne? So. Feuerfluch. Sie sollte nochmal heilen. Wie es aussieht, gibt es jetzt immer so Zwischenbosse in den Tempel. Wenn wir überhaupt im richtigen Tempel sind. Ja, das hatte ich befürchtet. Komm, wir heilen uns mit ihm, damit sie mal voll draufhauen kann. Weil sie macht ja definitiv mehr Schaden. 199, ja, Mann. So. Jetzt lasst... Ja, genau, jetzt kann ich den Feuerfluch anwenden. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht gerade, die Kombo. Jetzt können wir nämlich mit zwei Charakteren angreifen. Oh... Er hat jetzt schon seine, ja, seine Klaue mehr oder weniger verloren. Oder seine Schere.
Ja, Feuerfluch. Ja, komm. Jetzt müsste er aber den Löffel abgeben, oder? Yes, endlich. Ich wusste, dass wir eine Chance hatten, aber... Ja, ich hätte mich heilen sollen. Das war... Ja, der Nachteil. Warum habe ich das jetzt gemacht? Oh, ich habe mich verdrückt. Jetzt habe ich umsonst einen Krafttrank verbraucht. Ambrosia, wofür das jetzt ist, weiß ich immer noch nicht. Ich habe es immer noch nicht verbraucht. Ich warte aber trotzdem. Speicher mal lieber. Man kann ja nie wissen. Habt ihr ja gerade auch gesehen. Hier, ich schenke dir einige Molly-Bomben. Was? Wir kriegen hier Bomben geschenkt und wir haben die gekauft? Bei dem einen? Toll. Hätte ich das mal gewusst. Okay, wie es aussieht, geht es dann doch hier weiter. Oh Mann, wie viele Schlachtfelder. Ja, wisst ihr was? Wenn wir schon mal dabei sind, dann kommt. Dann trainiere ich jetzt kurz. Moment, hab ich da unten? Nee, das habe ich noch nicht, ne? Dann mache ich das jetzt mal ganz kurz. Auch wenn die Zeit sehr knapp wird. Was mich dann auch ein bisschen aufregt, aber okay. Boah, 700. Weil Miss Horror Jumper braucht auf jeden Fall noch ein paar Stufen. Ich habe es ja gerade gemerkt. So viel hält er nicht aus. Toll. Ah, immer dieses Erstarrt, ne? Das hat mich schon mal das Leben gekostet und deswegen benutze ich lieber einen Heilzauber. Ja komm, vergiftet ist jetzt nicht so schlimm. Ey, hör doch auf mit Verstarrt. Ihr wollt mich ärgern, oder? Ihr wollt mich echt ärgern. Ah, wieder die Skorpione. Aber zum Glück nur zwei, also... Es ist in Ordnung. Aber wann kriegt Mr. Horror Jumper endlich Level 13? Ich will auch ungefähr Level 15 sein wie Phobia, aber... Ja, zurzeit... Es dauert echt lange, bis man hier Level bekommt. Aber ich glaube, das macht den Reiz des Spiels ein bisschen aus, weil das dann auch ein bisschen interessanter mit den Kämpfen ist. Weil ihr habt ja gesehen, ich habe bisher mit jedem Boss irgendwie ein bisschen zu kämpfen gehabt. Und das nur, weil ich entweder nicht gelevelt habe oder weil man so, ja, nicht so schnell Level bekommt. Oh, nochmal heilen. Boah, ich hasse vergiftet sein. Genauso wie Paralyse, also wie Erstarren. Aber Erstarren geht ja Gott sei Dank nach einem Kampf weg. Die Bomben will ich allerdings jetzt hier nicht verbrauchen. Weil es kann ja sein, dass man in einen Tempel kommt, wo wirklich viele Gegner sind und Mr. Horror Jumper, ja, ein bisschen stärker geworden ist. Oh, Level. Stufe 13. Immerhin. So. Da steht immer, du greifst an. Warum fangen wir eigentlich immer an? Hier gibt es ja keinen Ersttreffer oder Erstschlag, wie auch immer. Vom Gegner oder von uns. Wir dürfen immer anfangen. Ich nehme mal an, das liegt daran, weil wir nur zwei im Team sind. Und die mehrere. Kann aber auch daran liegen, was für ein Levelunterschied man zu den Gegnern steht. Weiß ich selber jetzt gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass die Gegner anfangen dürfen. Wenn ja, wenn ihr da irgendwie ein bisschen so, ja, nebensächliche Infos habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mir vielleicht ein wenig helfen, ein wenig schlauer über dieses Spiel, ja, schlaueres in Erfahrung zu bringen. Ein paar Informationen. So, nur noch drei Stück. Und danach würde ich sagen, geht es weiter.
Weil Phobia hat nicht mehr viele Pfeile und ich muss darauf achten, dass sie noch genügend Pfeile hat. Weil ihr wisst, es kommt bestimmt garantiert noch ein Tempel, wo es so richtig zur Sache geht. Und Phobia kann da nicht angreifen und sie macht wirklich guten Schaden und das wäre sehr, sehr traurig, wenn wir keine Pfeile hätten. Natürlich, ich kann wieder zurück in die Tempel und die Truhen öffnen und ein paar Pfeile farmen, aber ja, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so große Lust. Boah, warum geht das die ganze Zeit daneben? Oh, scheiß Erstarren. Was ich mich auch frage, ist, ob wir auch sowas erlernen wie Erstarren oder so. Ich denke mir eher nicht, ne? Wobei, doch, könnte vielleicht sein. Boah. Man kann bestimmt auch schon über 1000 irgendwann angreifen, also Schaden anrichten. Aber dazu kommt man bestimmt erst so Mitte des Spiels. Obwohl, ja, vielleicht sind wir ja auch schon fast Mitte des Spiels. Narrenring gewonnen, okay. Das hat sich ja gelohnt. Dann lass mich mal kurz gucken. Außerdem muss ich, oh nein, nicht Magie. Vergiftung heilen. Moment. Ja, Kraftzauber heilen. Ja, dann wollen wir mal schauen. Narrenring. Der gibt uns, ja, Abwehrkraft 3. Die Gesamtabwehr ist dann 18. Und unten rechts ist irgend so ein Symbol. Ich habe jetzt keinen Plan, was das bedeutet. Sieht aus wie so eine Art Handschuh oder so. Keine Ahnung, frag mich nicht. Kann ich den irgendwie aktivieren? Nee, kann ich nicht. Wenn ihr dazu irgendwas anderes noch wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oh, den Narrenring hat sie ja auch. Aha. Ah, sie ist gegen Wasser und Wind resistent. Also ein bisschen. Sieht so aus. Das heißt also, dieser Narrenring ist noch gegen irgendwas anderes. Ja, gut. Ich nehme an, das soll das Ganze auch bedeuten. So, wir haben noch ein paar Minuten. Vielleicht wird der Part auch wieder was länger. Aber damit ihr noch was anderes seht, gehe ich mal in die Eispyramide. Drückt mir die Daumen, dass es nicht so schwer wird, wie ich es mir vorstelle, weil sonst hätte ich wirklich noch leveln müssen. Hä? Ach so, da. Weil der andersfarbig ist. Da ist ein Schalter an der Statue, aber ich kann ihn nicht erreichen. Muss ich springen? Hallo? Wie geht das? Muss ich eine Bombe legen oder so? Egal, ich habe jetzt schon mal gespeichert. Ich habe keinen Plan, ich probiere jetzt einfach mal. Schade. 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 Ja, wie soll man denn da jetzt bitte schön drankommen? Die Frage aller Fragen. Der hat sich doch gerade was überlegt. Sonst hätte er doch keine Idee gehabt, oder? Müssen wir jetzt wieder raus? Ja, jetzt ist die Frage, ne? Wie kommen wir da jetzt durch? Oh. Ich gehe mal nach Aquaria, vielleicht wird uns da geholfen. Na, was hast du so zu sagen? Ja, toll. Dasselbe wahrscheinlich wie letztes Mal. Oh, haben wir da Pfeile? Nö, aber ein Heiltrank ist auch okay, also 3 Stück. Ja, wie kommen wir da dran? Vielleicht hiermit? Könnte vielleicht sein. Nö, wir können es nicht mal anquatschen. Schade. Moment mal. Kann man da rein? Ich denke schon, oder? Ein Top-Secret-Geheimgang. Sieht förmlich danach aus. Entweder hier, nee, oder da hinten. Ich denke mir eher da hinten. Nö, schade. Oh. Ich habe mich schon gefreut. Ja.
Ich frag mich jetzt ehrlich, wie wir da hochkommen. Muss ich irgendwelche Gegenstände, die ich dabei habe, vielleicht benutzen? Was haben wir denn alles? Feuerwasser. Baumwelker. Kraftelixier. Komisch. Ich denke mir mal nicht, dass man mit dem Baumwelker da hoch kann. Feuerwasser erst recht nicht. Es sei denn, ich muss mit dem Feuerwasser irgendwas auftauen. Ja, okay. Ich kann ja mal gucken, ob man das Feuerwasser verwenden kann. Ich denke mir eher nicht. Nö, war ja klar. Schade. Oh, jetzt ist wieder so... Ja, okay. Immerhin haben die sich was einfallen lassen, dass man nicht einfach schnurstracks direkt in den gewissen Tempel immer reinspazieren kann. Ne? Das muss man denen ja lassen. Ich kann jetzt mal kurz ein bisschen ausprobieren. Wenn nicht, dann werde ich den Part erstmal beenden und im nächsten Part weitermachen. Wie soll das denn bitte schön funktionieren? Ich kann echt nichts, oder? Moment. Nö, ich kann nichts verwenden. Wie soll das denn jetzt bitte schön klappen? Gibt es hier irgendwas in dem Raum, was ich vielleicht übersehen habe? Kann man hier vielleicht noch irgendetwas benutzen? Nö, können wir nicht. Ja, okay. Wir sind jetzt gerade die Hände gebunden. Ich muss mich ein wenig schlau machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und denkt dran, wenn Mystic Quest Time ist, dann sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen!